Gestern haben wir uns bereits mit der Frage befasst, wie Büros in Zukunft aussehen, wenn wir hybrid zusammenarbeiten. Das ist aber nicht das Einzige, was sich im Zuge von New Work ändert. Es ändert sich natürlich auch die Zusammenarbeit, wenn wir entsprechend verteilt arbeiten. Culture under the new normal. Wie verändert sich dadurch die Art und Weise unserer hybriden Zusammenarbeit? Dieser Frage gehen jetzt Tobias Jakob Berten und Michael Schrieber nach. Tobias Jakob Berten ist Principal Consultant und Head of Corporate Branding. Michael Schrieber ist Senior Expert von HR Pepper. Ich freue mich sehr auf den Vortrag und sage herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Ich hoffe, wir sind zu hören. Wunderbar, ja. Ja, perfekt. Dann genau, Grüße aus Berlin und aus dem Tessin in die Runde. Es ist ja immer schwierig, in den eigenen Rechner zu präsentieren und sich vorzustellen, wer da alles noch sitzt. Aber ja, von unserer Seite ein herzliches Hallo. Culture under the new normal. Wie verändert sich dadurch die Art und Weise unserer hybriden Zusammenarbeit? Damit werden wir uns die nächsten 20 Minuten beschäftigen. Genau, wir sind der Bitte des Veranstalters nachgekommen und angesichts der Zeit, wir verzichten jetzt hier auf eine Unternehmenspräsentation, vielleicht nur kurz, wer sind wir? Genau, Tobias Berten, Principal Consultant, Schwerpunkte meiner Arbeit bei HR Pepper, neue Arbeitswelten, Transformation, Kommunikation, Innovationsmanagement, zusammen mit mir heute hier Michael Schrieber, Senior Experte, Spezialist für Innovationskultur und Projektmanagement, Organisationsentwicklung und Lernräume. Ganz kurz zu HR Pepper. Wer sind wir? Uns gibt es seit 8 Jahren. Wir sind eine Managementberatung in Berlin mit aktuell 50 Mitarbeitern, Wurzeln eher im Bereich HR, mittlerweile aber Transformationsberatung in allen Bereichen, Dimensionen in sowohl Unternehmen, Behörden als auch Organisationen. Ja, so viel zu uns. Dann würden wir direkt rübergehen. Was haben wir heute vorbereitet? Agenda, 20 Minuten. Kurz unser Verständnis der gegenwärtigen Lage. Dann zu unserem Kulturverständnis eine kleine Definition. Dann wird Michael den Prozess des Competing Values Framework vorstellen. Zur Ist-Soll-Kultur, das anhand eines Fallbeispieles garnieren und hinten raus ja, Learning, Erkenntnisse, soweit die aktuell möglich sind, aber zumindest hoffen wir, die richtigen Fragen platziert zu haben. Genau, dann steigen wir ein. Unser Verständnis der gegenwärtigen Lage und am Ende These, in Organisationen gibt es ganz unterschiedliche Gründe dafür, Kultur zu analysieren und zu verändern. All das, was wir hier skizziert haben, kann man immer zusammenfassend sagen, diese Impulse sind ja im Endeffekt von innen heraus. Ja, also wie reagiere ich auf verändernde Rahmenbedingungen, aber Impulse zu einer neuen Strategie, ein neues Geschäftsmodell, Carve-out, Fusionen, Übernahmen, Impulse von innen, die einen Treiber setzen, Kultur zu analysieren und zu verändern. Jetzt haben wir alle seit 12 Monaten einen neuen Treiber, der uns alle in quasi dahin versetzt, das ist Covid-19, das ist ein Impuls, der ist nicht aus uns heraus und aus Unternehmen heraus oder aus irgendeiner Strategie entwickelt, sondern das ist eine Rahmenbedingung, der wir uns alle ja alternativlos, auch wenn ich das Wort nicht mag, stellen müssen. Und das setzt Organisationen natürlich ganz anders unter Druck. Ein Teil unserer Arbeit ist tatsächlich auch immer, dass wir versuchen, sehr stark wissenschaftlich die Themen zu untersuchen. Hier ein Beispiel, eine Impulserhebung von uns, April 2020, vor 12 Monaten, knapp nach dem ersten Lockout, gemeinsam mit der Factory St. Gallen, die das regelmäßig erheben, Kulturdimensionen im Sinne New Work und Gesamt. Und was wir hier tatsächlich spannend fanden, wenn man sich einmal den New Work Index anguckt, welche Veränderungen oder wie hat sich der Index allein im April 2020 verändert. Das heißt, an welchen Themen gab es signifikante Veränderungen? Hier wäre es sicherlich spannend zu gucken, was ist jetzt 12 Monate danach. These, das, was sich hier an den Stellen schon rot verändert hat, da wird es sicherlich eher noch eine Verstärkung gegeben haben. Aber, und das ist sozusagen ja immer das Nachgelagerte, wie schnell reagieren eigentlich Unternehmen? Also wie passt sich Kultur an diese veränderten Arbeitsbedingungen an? Ja, ein nachlaufender Effekt, der kommen muss, der aber, und das ist unsere Erfahrung, eben nicht sozusagen automatisch erfolgt. So, und da
Deswegen gucken wir nochmal tatsächlich, was ist denn so passiert? Einige Zitate, einige von Ihnen werden die kennen. Wenn mir mein Arbeitgeber einen Platz in einem Coworking Space bezahlen würde, ging ich für Stillarbeit lieber dahin als ins Büro. Ja, also die Frage Privileg Heimarbeit, Privileg Büroarbeit, die Sinnstiftung des Büros. Ja, give me a reason to come back to the office. Das ist sicherlich eine der großen Leitfragen. Jack Dorsey, Twitter CEO, ab jetzt können alle Mitarbeiter für immer von zu Hause aus arbeiten. Bei anderen Unternehmen ist das sozusagen eher eine Gegenbewegung. Ich habe gerade fürs Homeoffice günstig einen höhenverstellbaren Schreibtisch aus einer Büroliquidation gekauft. Alles Zitate aus Projekten. Aber ja, das Büro der Zukunft muss mehr sein als höhenverstellbarer Tisch. Aber auch die, natürlich sowas wie, ich glaube, dass Generation Corona eher ein Qualitätssiegel als ein negativer Stempel ist. Meine Mitschüler haben so viele Dinge in Windeseile lernen müssen, für die andere normalerweise länger brauchen. Dieses Thema Turboreifeprozess, ja, das geht für Schüler, das geht aber genauso für Unternehmen. In diesem Turboreifeprozess quasi Experiment sind wir drin. Und hier mal einige der Fragen, die wir glauben, die sich branchenübergreifend Unternehmen stellen müssen und wo wir gemeinsam hoffentlich die richtigen Fragen an die richtigen Fragen stellen. Ja, Experimentierfläche, New Normal, welche Aspekte von New Work kommen für mein Unternehmen überhaupt in Frage? Nicht alles, was jetzt sich entwickelt hat in den letzten 12 Monaten, ist gut. Wie wirken sich neue Arbeitsmodelle auf Mitarbeiterzufriedenheit aus? Werden wir durch diese neuen Arbeitsarten Produktivitäts- oder Leistungsverluste erleben? Ich war 8 Jahre lang in der Bank, wo eher traditionelle Führungskräfte jetzt versucht haben, den Nachweis zu führen, die Effizienz leidet, um ihre Mitarbeiter wieder zurückzuholen, aber aus einem Kontrollaspekt, hat auch was mit Kultur zu tun. Wie kann ich Mitarbeiter auf Distanz führen, Führungskompetenzen, Kontrollverlust? Wie soll in neue Arbeitsmodelle und Formen investiert werden? Ja, das Ganze hat auch einen Investitionsaspekt und auch die Frage, wird New Work langfristig Kosten einsparen? Aber über alledem steht tatsächlich These, das kulturelle Lagerfeuer in Organisationen muss neu entfacht werden. So, und dann gebe ich rüber zu Michael. So, genau, ich wollte nur gucken, ob ich mal wieder schon geschaut bin. Guten Morgen raus in die Welt aus dem Tessin. Das ist ja ein schönes Artefakt unserer Zeit, dass wir eben aus unterschiedlichen Orten zusammen Vorträge halten dürfen. Ich darf mit einem kleinen Exkurs starten. Unser Kulturverständnis, wie wir es oben links schon sehen, manchmal fühlt es sich ja tatsächlich so ein bisschen an, wie Pudding an die Wand zu nagen. Die Frage, wie greifbar ist es? Es gibt unterschiedliche Sichtweisen auf Kultur und eben so diese Frage, wie können wir es eigentlich greifen, wie können wir es verändern? Das ist ein bisschen unser Anspruch. Dazu erstmal das Zitat von Edgar Schein, der sich sehr stark mit Unternehmenskulturen auseinandergesetzt hat. Also Kultur ist die Summe aller gemeinsamen und selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe im Laufe ihrer Geschichte gelernt hat. Also schlussendlich beschreibt es eigentlich die Art und Weise, wie wir zusammen haben und eben, wie es hier steht, das Spiegelbild des Erfolgs. Also wieso sind wir eigentlich erfolgreich? Ja? Aus einigen Projekten, die wir bereits in dem Bereich gemacht haben, haben wir halt Erkenntnisse rausgezogen, die man jetzt ein bisschen in diese 4 Schlagworte zusammenfassen kann. Also eine Kultur und Unternehmenskultur ist weder gut noch schlecht. Sie ist erstmal einfach da und sie ist eben genau die Summe dessen, was uns erfolgreich macht. Und ich glaube, das, was wir im Moment ganz stark sehen, eben sie ist dynamisch und einzigartig. Also sie ist im Wandel und wir können das eigentlich gar nicht aufhalten. Ja? Die Frage ist so ein bisschen, können wir es bewusst machen oder lassen wir es unbewusst zu? Und darum geht es ja uns ja auch ein bisschen. Und sie ist einzigartig. Das heißt, jede Unternehmenskultur ist ein Stück weit anders, keine ist wirklich vergleichbar und sie entsteht dadurch, indem sie geteilt wird, ja, indem sie mit den bestehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern halt entsteht und geteilt wird. Und wie ich schon gesagt habe, sie ist selbstverständlich, das heißt, sie ist auch einfach da. Sie ist implizit da, wir können drüber sprechen, wir müssen nicht, aber wir können nicht keine Kultur haben. Ja. Und was uns auch noch ganz wichtig ist zu sagen, also eine Kultur hat auch keinen Selbstzweck. Ja. Das hat immer ein Ziel und umso mehr wir uns dessen bewusst sind, wieso wir eigentlich, wo wir eigentlich hinwollen, also was ist unsere Strategie, welches Ziel wollen wir erreichen, machen wir uns bewusst, welche Kultur wir brauchen, um eben dahin zu kommen, welche haben wir aktuell und wo wollen wir eigentlich hin. Wenn wir über Kultur sprechen, wenn wir uns mit Kultur auseinandersetzen, schauen wir auf unterschiedliche Ebenen. Ja? Also wie es hier als Eisberg dargestellt ist, haben wir ganz oben die Artefakte.
Also das war, was greifbar und sichtbar ist, ja. Hier ein kleines Artefakt der heutigen Zeit, also die Frage Dresscode, ja, mit welchem Kleidungsstil kommen wir zur Arbeit? Ich habe viele Kontakte in der Banken- und Versicherungsbranche. Ich höre von ganz vielen, dass die nicht zu Hause mit dem Schlips vor dem Computer sitzen. Ob sie in der Badehose da sitzen oder nicht, das sei mal dahingestellt, so weit runter gucken wir nicht. Aber nicht jeder sitzt in letzter Zeit mit dem Schlips vor dem Computer. Auf Arbeit war das halt immer noch gang und gäbe. Also da gehen wir hin, das können wir verändern, bearbeiten. Nächste Ebene wird schon ein bisschen herausfordernder, aber da schauen wir auf jeden Fall auch gerne hin. Was sind die geäußerten Werte, an denen man sich orientieren möchte? Hier ein Beispiel aus, also ein stark gesellschaftliches Thema, was wir aber auch sehr stark in Organisationen sehen, nämlich also der Wunsch, näher zusammenzurücken, eben niemanden zurückzulassen, dafür zu sorgen, dass alle mitgenommen werden und eben so grundsätzlich das Gefühl, eher näher zusammenzurücken. Jetzt können wir noch eine Ebene weiter runtergehen, da sind wir bei den Grundannahmen. Die sind meistens ein bisschen tiefer verankert und da wird es schon schwierig ranzugehen und die zu verändern und daran zu arbeiten. Trotzdem erleben wir in der aktuellen Zeit, dass doch die ein oder andere Grundannahme auch in Frage gestellt wird oder eben anders interpretiert wird. Hier ein kleines Beispiel aus der internationalen Politik, also auch mal ein paar Beispiele zu nehmen außerhalb des Organisationskontexts. Hier, Obama hat Deutschland besucht vor einigen Jahren, als er noch Präsident war. So sieht es aktuell aus. Biden sagt Hallo zu Europa, sagt Hallo zu den jeweiligen Präsidenten und Kanzlerin. Und es geht auch, ja, also diese Frage, muss ich präsent sein, um meinem Thema, meiner Message eine Wichtigkeit zu geben, muss ich da physisch präsent sein, wird in Frage gestellt. Natürlich auch mangels Option, aber trotzdem, es funktioniert. Was an diesem Foto noch interessant ist, ist, wir haben eine Moderatorenrolle, also auch noch eine zusätzliche Rolle, die das Ganze orchestriert, die es vorher in der Art nicht immer per se gab. Ja, genau. Und wenn wir jetzt reingehen und gucken, okay, was wollen wir jetzt verändern, wo fangen wir an, fangen wir sehr gerne bei den Werten an. Ja? Also wir gehen in die Wertediskussion, schaffen eigentlich eine Basis, gucken, wo wollen wir eigentlich hin, welches Wertekonstrukt wollen wir eigentlich haben oder haben wir aktuell, welches wollen wir haben, was dann die Basis bietet, um Artefakte zu gestalten. Und da kommen wir zu dem, was wir ein bisschen ja versprochen haben, das Competing Values Framework, mit dem wir gerne arbeiten. Da möchte ich jetzt nochmal kurz eintauchen, wie das funktioniert. Genau. Kurzer Exkurs ist das Ergebnis einer längeren Studie, die auch schon einige Jahre alt ist, aber doch immer noch sehr, sehr präsent ist. Studie zur Wirksamkeit von Organisationen. Und dabei wurden unterschiedliche Dimensionen herausgearbeitet, die so eben so ein bisschen gegensätzlich sind. Also Flexibilität und Stabilität, interne Positionierung und externe Positionierung. Daraus sind dann vier Quadranten entstanden. Der oben rechte unter dem Namen Create, also Innovation und Autokratie. Da sind eher Organisationen verortet, die sehr stark das Ziel haben, Dinge zuerst zu tun. Also sowas wie Amazon, Google und so weiter sind dort verortet. Gegenüberliegend haben wir Organisationen, die eher stark hierarchisch sind, bei denen es darum geht, Dinge richtig zu tun. Ganz klassisch Behörden, ja, will man ja auch nicht, dass es alle Woche eine neue Art und Weise gibt, um irgendwie Anträge für etwas zu stellen. Dann haben wir oben links verortet Team and Clan, Dinge gemeinsam zu tun. Ich sag mal so familienorientierte Organisationen kann man da gut verorten. Wir bei HR Pepper haben auch festgestellt, dass wir uns sehr stark da oben links verorten würden. Und unten rechts haben wir den Compete-Quadranten, also Organisationen, die sehr stark im Markt und im Wettbewerb sind, sehr stark KPI-orientiert sind, zum Beispiel Automobilhersteller. Es ist ganz wichtig zu sagen, es gibt hier kein richtig, kein falsch, sondern das Relevante ist, sich zu verorten, sich einzuordnen, wo stehen wir, wo sind wir, wo wollen wir hin. Ja? Und das machen wir auf unterschiedliche Art und Weise, kann man ganz einfach machen im Rahmen eines Workshops, wie wir es zum Beispiel links sehen, wo wir ein paar Leitfragen reingehen und dann versuchen, mit den Anwesenden zu verorten, wo würden wir uns sehen und wo möchten wir denn eigentlich hin. Ein bisschen elaborierter ist die Variante rechts, wo wir über eine Online-Umfrage reingehen und dann in breiteren Belegschaft dann Datenpunkte sammeln. Und dann haben wir eine Diskussionsbasis geschaffen. Dann können wir darüber sprechen, okay, was entsteht da für ein Bild? Und das könnte dann zum Beispiel so aussehen, dass wir hier aus einem Kundenbeispiel, dass wir sagen, wir wollen jetzt in den Bereich, also in die Dimension Collaborate forcieren, wir wollen Create leicht forcieren und Compete deutlich reduzieren und vielleicht Control noch so ein bisschen reduzieren.
Das heißt, wir gucken auf alle Quadranten und wollen so eine allgemeine Strategie abbilden, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, wo kommen wir her? Erstmal das mal klar machen und wo wollen wir eigentlich hin? Jetzt kann man das mal am Beispiel von Performance Management angucken. Also welche Art von Zielen wird definiert? Jetzt haben wir in dem Beispiel gesehen, diese Organisation will so ein bisschen von unten rechts nach oben links. Was heißt es denn jetzt für diese Performance Management Dimension oder die Art und Weise, wie wir die Ziele festlegen? Also jetzt ganz einfach gesagt, würde diese Organisation jetzt eher von Individualziele auf Teamziele gehen, um mal ein Beispiel zu nennen. Was wir als nächstes tun, wenn wir da Klarheit geschaffen haben, wo es eigentlich hingehen soll, wie jetzt eine Zielkultur aussehen soll, fangen wir an, also wir arbeiten hier mit dem, was man hier sieht, ist unsere Business Design Architektur, wo wir die unterschiedlichen Dimensionen aufmachen. Ja. Und gerade wenn wir über Führung, Kultur sprechen, sagen wir, wenn es da anfängt, mehrere Dimensionen zu betreffen, dann müssen wir anfangen, die Kulturdiskussion zu führen. Ja. Also wenn Produkte, Services sich verändern oder wenn Räume und Orte sich anfangen zu verändern oder in Frage gestellt werden, Steuerungsinstrumente, eben wie jetzt zum Beispiel Ziel, also Performance Management Instrumente sich anfangen zu ändern, grundsätzlich Ressourcen, Fähigkeiten neue gebraucht werden, Prozesse, Methoden sich verändern oder etwas an Verantwortung und Struktur sich verändert. Also wenn es da anfängt zu rumoren, dann da sich was verändert, dann fangen wir an, über Kultur zu sprechen. Genau. Jetzt einen kurzen Einblick in ein kleines Fallbeispiel, eben anhand dieser Dimension, was haben wir da getan? Das ist ein ziemlich aktuelles Beispiel, ein Marktführer in der Entwicklung von Simulationssoftware und Hardware im Automobilbereich. Und hier, wie gesagt, einfach ein Auszug aus einigen Dimensionen. Wir fangen mal an mit Führung und Kultur. Was in dieser Organisation passiert ist, sie haben die fünf Werte, wie wir sie oben stehen haben, Kontinuität, Innovation, Ergebnisorientierung, Zuverlässigkeit und Fairness, haben drüber gesprochen, haben sich überlegt, wollen wir die ändern, haben sich entschieden, nee, das passt eigentlich so, wollen wir weiterhin als unsere Kernwerte haben. Dann war aber die Frage, okay, was heißt das jetzt im New Normal, ja? Und dann war halt das Bedürfnis, das nochmal ein bisschen klarer runterzuziehen und kulturelle Leitlinien festzulegen. Und dann haben sie den Kulturkompass mit uns entwickelt und unter diesen drei Dimensionen Mitarbeitende, Kunden und Personalverantwortliche. Ja. Wenn man da nochmal ein bisschen tiefer eintaucht, ist für mich wieder ein spannendes Beispiel, wo wir quasi so ein Stück weit wieder der Link zu dem, was wir vorhin gesehen haben, Dimension, geteilte Werte. Wir behandeln Kollegen, die nicht vor Ort sind, gleichwertig und halten sie auf gleichem Informationsstand. Jetzt kann man sagen, gut, haben wir vorher auch ein Stück weit versucht, aber ich glaube nicht ansatzweise mit dieser Intensität, weil es halt eine Wahnsinnswichtigkeit hat. Ja, es kann sehr schnell mal passieren, dass einzelne Mitarbeiter irgendwie in gewissen Runden nicht dabei sind und dann einfach überhaupt keine Informationen haben, was da passiert ist. Und wir merken auch, dass Transparenz viel wichtiger wird, Austausch viel wichtiger wird und eben dieser Anker oder dieser Wert, hey, wir müssen darauf achten, dass eben niemand außen vor gelassen wird. Andere Dimension, Orientierung und Steuerung. Interessante Diskussion, die natürlich auch in vielen Organisationen gerade stattfindet, ist die Frage, wo arbeiten wir denn? Und in diesem Beispiel hatten wir drei Möglichkeiten erarbeitet. Erste Variante, 20% der Arbeitszeit außerhalb des Büros, Mitarbeiter behalten ihren Arbeitsplatz. Die mittlere Variante bis zu 60% plus Kombination mit Flexdesk. Und Variante ganz Flex bis zu 80% der Arbeitszeit außerhalb des Büros in Kombination Flexdesk und feste Arbeitsplätze. Also hier haben wir greifbare Möglichkeiten, die standen zur Debatte, wurden im Leadership Circle besprochen, bei den Mitarbeitenden gespiegelt und dann hat man eine Entscheidung getroffen. Ja, also ganz wichtig ist hier auch irgendwann mal ein Stück weit greifbar zu machen, Artefakte zu schaffen und dann natürlich ins Lernen zu kommen und gucken, wie gut das funktioniert. Natürlich auch nicht außer Acht zu lassen ist, das ist eine neue Art der Zusammenarbeit und da ist es schon sehr, sehr wichtig, auch die Mitarbeiter entsprechend zu qualifizieren, was ganz einfache Sachen wie funktionieren die Kommunikationstools, aber auch wie findet die Kommunikation statt, was auch ein Stück weit eine andere Art von Kommunikation ist. Es sind ja nicht nur die Tools, sondern es ist auch die Art und Weise der Kommunikation, die sich verändert. Und das gibt es da für Mitarbeitende und dann noch spezifisch für Führungskräfte zum Beispiel. Ja, und eben natürlich eben die Tools der Zusammenarbeit, die sich natürlich verändern. Und da ist ein Stück weit auch bei uns sind wir auch am Lernen und am Experimentieren, wie wir das hinbekommen, quasi kreative Arbeit im virtuellen Raum so zu ermöglichen, dass es wirklich diese Güte hat, wie wir sie im physischen Raum haben. Hat aber mehrheitlich damit zu tun, dass
die Realität halt aktuell so ist, dass wir in sehr vielen Terminen sind und die sich irgendwie aneinander reihen und dann plötzlich so ein Slot drin ist, ja, jetzt müssen wir mal kreativ sein und das dann vielleicht nicht so einfach ist, was wir viel eher in Räumen schaffen können, weil wir da halt wirklich ein Setting hinbekommen, wo man wegtauchen kann und dann kreativ sein kann. Genau. Gut, dann darf ich schon eigentlich ein Stück weit zum Schluss kommen und unsere ersten Erkenntnisse teilen. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht abschließend und das letzte Wort ist nicht gesprochen. Es sind auch wahrscheinlich nicht allzu überraschende Elemente dabei, aber ich glaube, wir können das eine oder andere, was wir in den letzten Jahren schon erleben und was schon eine Wichtigkeit hat, nochmals stärker akzentuieren. Das erste ist Förderung einer Vertrauens- und Feedback-Kultur. Ja. Wie gesagt, ist nicht erst seit gestern wichtig, aber gerade in der jetzigen Zeit, und das hängt ja auch so ein bisschen mit dem zusammen, was so das Thema dieses Vortrags ist, ist, dass es eine wahnsinnig spannende Zeit ist. Also es ist eine Experimentierfläche, die wir hier ungefragt bekommen haben, in der ganz viel passiert. Und es ist eine vergebene Chance, wenn man als Organisation sich das jetzt nicht bewusst macht und bewusst wirklich an die Oberfläche bringt, was da eigentlich passiert ist oder was gerade am Passieren ist. Das heißt, ganz viel Reflexion, Bilanz ziehen und Feedback einholen. Wir arbeiten da gerne mit Methoden, die man aus dem agilen Projektmanagement kennt, Retros von Scrum, kann man ganz gut dazu nutzen, um mit Teams, mit Einzelmitarbeitern einfach mal hochzuziehen, was da passiert. Anderes Element natürlich flexible Arbeitsplätze und Räume im Büro, am Arbeitsplatz. Festzustellen, das gilt übrigens auch für die Produktion, auch da erleben wir natürlich nicht ganz so einfach, wie es bei Büroarbeit ist, aber auch da gibt es Modelle, wo unterschiedliche Arbeitszeiten angeboten werden, wenn es irgendwie möglich ist. Auch eben genau, da kommen wir gerade zum dritten Punkt, mutige Arbeitszeitmodelle, da darf ich gerade eine Behörde begleiten, die intensiv dabei ist, für ihre Mitarbeitenden flexiblere Arbeitszeitmodelle anzubieten und sich da Fragen auf ganz unterschiedlichen Dimensionen stellen darf. Greifbares, einfaches Element, aber auch eher nicht überall gleich stark gelebt. Das ist ein Commitment für kurzfristige Investitionen. Man braucht natürlich das ein oder andere an Investitionen dazu, um eben diesen Zustand zu erreichen. Und schlussendlich Stringenz in der Umsetzung, das heißt, wir brauchen einfach eine Unterstützung auf allen Ebenen, Vorleben von Führungskräften und da auch irgendwie so ein greifbares Vorgehen, Transparenz, dass alle verstehen, was passiert hier, warum passiert es, mit wem passiert es. Super. Ja. Mit Blick auf die Zeit sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank. Ich glaube, das war am Ende nochmal sehr spannend, das zusammenzufassen. Vielen Dank, Michael Schriever und Tobias Jakob Berten von HR Pepper. Ich nehme mit, Kultur ist niemals richtig oder falsch. Es ist aber auch kein Selbstzweck. Und wichtig ist, dass man am Ende das aber gemeinsam aushandelt. Herzlichen Dank für den Vortrag.